Ja. Oh, Billy. Was läuft? Nice. Video ist noch nicht fertig, aber ich bin gerade am Schneiden. Nein, Mann. Mach dir keine Sorgen. Dein Plan wird aufgehen, Bro. Übrigens, das Geld ist noch nicht auf meinem Konto, gell? Okay, okay. Kein Problem, Bro. Sascha Mosama und Tupac in Gruß, ha? Haltung. Oh, ups. Sorry, gar nicht gesehen, dass du am Zuschauen bist. Bevor du mich fragst. Nein, ich sehe nicht so aus. Aber ich fühle mich so, nachdem ich die ganze deutschsprachige Schwurbel-Community mit einer Fake-Seite auseinandergenommen habe. Sogar die heiligen Kreuzritter von der Schwurbler, wie beispielsweise Xavier Naidoo oder Ärzte für Aufklärung und sogar AfD, haben meinen fabrizierten Bullshit-Artikel genommen und mit Hunderttausenden von Leuten teilt. Und das, ohne überhaupt abchecken, ob irgendetwas von dem behinderten Scheiß, was ich da geschrieben habe, stimmt. Wie einfach es war, die angeblich alles hinterfragenden Mongos zu verarschen, zeige ich dir jetzt! Die Handvoll OGs, die meinen Stream verfolgen, wissen, dass ich schon seit ein paar Wochen Schwurbler Telegram-Channels verfolge. Einer davon ist Impfschäden Schweiz Corona-Impfung mit über 20.000 Mitgliedern. Am Namensvolk kann man davon ausgehen, dass es beim Channel ums Tracking von Impfschäden geht. Jedoch wird unter anderem unglaublich viel Querdenker-Dünnschiss gepostet und sogar Spenden gesammelt. Knapp 15.000 Dollar haben sie nur schon über Bitcoin gespendet bekommen. So ein stolzer Verdienst kommt sicher nicht einfach so. Hinter den Nachrichten, die gepostet werden, steht bestimmt viel Arbeit und Recherche. Man will ja kein Bullshit verbreiten und Angst unter der Bevölkerung schüren. Oder? Zum Sichergehen habe ich mir gedacht, ich schiebe der Person, die den Channel leitet, eine erfundene Story über einen Sput im Krankheitsverlauf, die mir angeblich mein Kollege anvertraut hat, wo natürlich in Big Pharma schafft. Und siehe da, sie hat es postet. Komisch. Wird in diesen extrem vertrauenswürdigen Telegram-Gruppen und Channels einfach so jeden Scheiß postet? Aber Sputim, es ist nur eine Person, die in dem einen Channel Content kuratiert. Das sagt rein gar nichts über die ganze Querdenker-Community aus. Genau deswegen habe ich gedacht, ich gehe noch einen Schritt weiter. Nur zum schauen, wie weit ich mit Sputim Krankheitsverlauf bringen kann. Ich habe mich entschlossen, eine billige Newsseite zu machen, mit dem üblichen Querdenker-Flair unzensierte und wahre News zu posten. Habe mir über Namen Gedanken gemacht, wo dumm tönen sollte, der aber für Schäfli wird Querdenker trotzdem legit tönt. Somit ist Lichtmacher.info geboren worden. Und ich habe mich an die Arbeit gemacht, schnell ein einfallsloses Logo erstellt, die Seite selber mit Hilfe von WordPress innerhalb einer Stunde aufgebaut und dann noch Nachrichten von amerikanischen QAnon-Seiten über deepl.com autotranslated und auf die Lichtmacher-Seite kopiert. Nur damit es mehr auf der Seite geht, als nur mein geistiger Dünnschiss, wo ich den erleuchteten Alleswisser dampfend serviere. Zum Schluss habe ich den Artikel verfasst, in dem es darum geht, dass Kinder von der Impfung auf brutalste und unlogischste Art sterben und die bösen Medien und Staaten es verheimlichen. Den Artikel habe ich mit kleinen und grossen Referenzen zu Memes und Popkultur versehen. Außerdem habe ich Wörter benutzt, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und auch nicht weiss, was sie bedeuten. Ich habe bewusst Zahlen wie 69 und 420 verwendet, Ärzte erfunden und auch Kenshiro referenziert. Im Artikel ist ersichtlich, dass Körperteil und auch der Kopf der Kinder explodieren, nachdem sie die Impfung bekommen. Außerdem kommen die Eltern heim und finden oft nur ein Blutlachen statt ihres Kind im Zimmer vor. Schlussendlich habe ich noch sinnlose Quellenangaben gemacht, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Die meisten verweisen auf andere Querdenkerseiten, die in Wirklichkeit sowieso keine richtigen Quellen sind. Im Großen und Ganzen habe ich den Lesern mehr als genug Chancen gegeben, zu merken, dass da etwas nicht stimmt. Da der Magnum Opus von meiner Querdenker-Journalismus-Karriere jetzt verfasst ist, konnte ich ihn weiterleiten und musste geduldig warten. Ganze 3 Minuten habe ich gewartet, bis mein Artikel auf der Telegram-Gruppe ersichtlich war. Die Person hat einen 820 Wort langen Artikel in 3 Minuten gelesen. Krass! Ich habe mir eigentlich nicht mehr als das erhofft, aber die Schwurbler-Community hat meinen Schwanz tiefer in Rache genommen, als ich gedacht habe. Der Artikel ist in jenster Gruppe gepostet worden und hat hunderttausende Views bekommen. Sogar am Xavier Naidoo hat es böse gefallen. Er hat es nämlich auch mit seinen Jüngern geteilt. Aber Sputim, ist ja schön und gut, dass du den Xavier damit verarscht hast. Richtige Ärzte würden nie auf so einen Mongo-Artikel reinfliegen. Ja, da hast du natürlich recht. Wenn nicht die von den Querdenker oft zitierte Ärzte für Aufklärung meinen Artikel gepostet hätten. Das sind die Leute, die Querdenker-Flyer verteilen und sogar Veranstaltungen organisieren, in denen sie auf Bauern fangen gehen.
damit jeder in Zukunft weiß, auf welche angeblichen Ärzte man definitiv nicht hören sollte. Das sind die Personen, die denkt haben, es ist gescheit, einen Artikel mit tausenden von Leuten zu teilen, in dem es über explodierende Körperteile als Impfnebenwirkung geht. So sehen Leute aus, die ihren Doktortitel auf Wish bestellt haben. Außerdem habe ich noch detaillierte Statistiken über Besucher von Lichtmacher.info. Es würde den Umfang von dem Video sprengen, die jetzt genau durchzuschauen. Was aber wichtig ist, ist, dass knapp 90% der Querdenker ihre tiefgründigen Recherchen übers Handy machen und ein Großteil aus Deutschland kommen. Ein Sekondo, wo in Zeck B gegangen ist, hat es mit 5 Stutz geschafft, tausende von Leuten dazu zu bringen, Unwahrheiten zu konsumieren. Und das, ohne dass sie es in Frage gestellt haben. Sogar Ärzte und Anwälte haben meinen Shit gefressen und ihn wieder für ihre erleuchtete Gefolgschaft zum Konsum rausgewürgt. Es gibt hunderte von Seiten wie Lichtmacher im deutschsprachigen Raum. Und ich bin davon überzeugt, dass die Betreiber sich in ihres rattigen Füßchen lachen, wenn Spendengelder auf ihre Konten fließen und sie dafür lediglich Verschwörungsmythen und Desinformationen aus Amerika abkopiert und da verbreitet haben. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass die sich Skeptiker nennen und alles in Frage stellen, alles glauben, solange es ihrem verstörten und paranoiden Weltbild entspricht. Zum Abschluss wollte ich nur noch sagen, ich habe eure Mütter... Als Beweis.